Hallo. Hi. Hallo, ihr bei den Grünen Berlin. Mein Name ist Werner Graf. Ich bin der Landesvorsitzende und heute ist bei mir Katrin Schmidtberger. Die ist die mietenpolitische Sprecherin bei uns im Abgeordnetenhaus. Wir sind das erste Mal auf Instagram live und machen die allererste Sprechstunde. Ich hoffe, euch wird das gefallen und ihr guckt ein bisschen zu. Wir werden uns so eine Stunde Zeit nehmen. Wir haben ein paar Fragen gesammelt, die ihr uns in den letzten Tagen geschickt habt, über die verschiedensten Kanäle. Und ihr könnt auch jetzt hier unten immer schön kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Und wir versuchen in der nächsten Stunde möglichst viele davon zu beantworten. Alles rund um den Mietendeckel. Dazu noch eins. Wir können keine Rechtsberatung machen. Wir könnten nur jetzt mal ein bisschen vorstellen, wie gerade der Stand ist, was so geplant ist, wie es weitergeht. Zum Zeitablauf ein bisschen was sagen, aber natürlich auch versuchen, Fragen zum Detail schon zu klären. Aber wer jetzt wirklich rechtliche Fragen hat, der sollte sich am besten an die Bezirksämter melden. Genau, wir haben nämlich seit vorletztem Jahr in jedem Bezirk eine kostenlose Mieterberatung. Findet man auf der Seite des jeweiligen Bezirksamts. Aber es gibt auch diverse Mieterverbände, die auch Beratung machen. Aber es ist ganz wichtig, in jedem Bezirk haben wir da was Kostenfreies. Da kann man sich informieren, da wird man betreut und kriegt die konkrete Frage auch beantwortet, sodass man danach weiß, welche rechtlichen Schritte man gehen kann. Genau, also wir werden das soweit versuchen zu beantworten, wie wir können, aber ein bisschen was wird natürlich dann noch dazu kommen. So, seid mir auch nicht böse, wenn ich immer wieder mal auf mein Handy gucke, weil ich versuche, eure Kommentare dann zu lesen. Das ist nicht, dass ich kein Interesse habe, sondern dass ich erstmal das versuche. Vielleicht willst du mal anfangen und sagst mal so prinzipielle Sachen zum Mietendeckel erstmal, genau. Genau, also der Berliner Mietendeckel von Rot-Rot-Grün soll ab dem Jahr 2020, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wenn wir das Gesetz fertig beschlossen haben, das muss noch durchs Parlament, sollen die Mieten für 5 Jahre in Berlin für ungefähr 1,5 Millionen Haushalte eingefroren werden. Ausgenommen sind Sozialwohnungen, weil die eben öffentlich gefördert sind. Da gibt es eigene Regelungen. Und auch alle Neubauten, die seit dem 1. Januar 2014 bezugsfertig sind. Aber er gilt zum Beispiel auch für Mieterinnen mit Staffelmieten oder Indexmieten und er gilt vor allem auch für Wohnungen, die möbliert vermietet werden. Genau. Wir haben natürlich auch geguckt, dass die energetische Modernisierung nicht ausgebremst wird. Also entscheidend ist natürlich, der Mietendeckel geht darum, dass wir die Mieter und Mieterinnen in Berlin schützen. Aber es ist natürlich für uns auch wichtig, dass wir auch weiter vorankommen. Ihr wisst, wir wollen auch aus der Kohle aussteigen bis 2030. Da werden wir die energetische Sanierung voranbringen müssen. Deshalb wird es auch weiterhin möglich sein, dass man 1 Euro umlegen kann auf den Mietspiegel drauf. Und darüber hinaus wollen wir ein Förderprogramm auflegen, damit die weiteren Gelder dann durch ein Förderprogramm gedeckelt werden oder den Vermieter dann auch unterstützt wird. Bisher sind wir ja ungefähr so im Schnitt in Berlin, wenn ich mich nicht täusche, immer so bei 1,50, 1,40, was so eine Umlage ist bei einer energetischen Sanierung. Also das heißt, wir können mit dem 1 Euro plus diese Förderprogramm nochmal die energetische Sanierung vorantreiben. Genau, weil wir natürlich wissen, dass auch Eigentümer und Mieterinnen gleichermaßen da mehr Unterstützung brauchen. Wichtig ist aber, dass wir mit dem Mietendeckel das Herausmodernisieren beenden. Es gibt sehr viele Mieterinnen und Mieter, die Modernisierungsankündigungen bekommen, wo sich die Mieten auch teilweise verdoppeln sollen. Und das nur, weil der Bundesgesetzgeber eben vorgesehen hat, dass die sogenannte Modernisierungsumlage besagt, dass du 8% der Modernisierungskosten pro Jahr auf die Miete umlegen kannst. Das heißt, je höher die Baukosten, desto höher diese Umlage. Und das hat eben dazu geführt, auch gerade in der Vergangenheit, dass viele Mieter 2 oder 3 oder sogar 4 Euro pro Quadratmeter plötzlich mehr zahlen sollten. Und dieses Geschäftsmodell wollen wir damit abstellen. Genau. Neuvermietungen, Neubauten sind ab 2014 ausgeschlossen. Warum 2014? Ist so, das ist auch mit der Tabelle, die wir haben, dass 2013 quasi das Jahr ist, in dem der angespannte Mietenmarkt festgestellt wurde. Damals hieß der Senator noch Michael Müller. Der Was damals unserer noch. Meinung nach übrigens zu spät kam damals, nur mal so fürs Protokoll. Hätte es gerne auch schon früh, okay, gehabt. Aber wir wollten, deshalb ist dieser Bezugsdatum jetzt immer 2013 und das heißt, alle Wohnungen, die danach gebaut wurden, sind nicht mit dabei. Warum? Weil dadurch ist der Wohnungsmarkt so angespannt geworden, die Preise auch für die
für den Boden zum Beispiel ist extrem nach oben gegangen. Und das heißt, dass die Wirtschaftlichkeit auch anders berechnet wird und auch mit anders dabei ist. Das ist uns schon wichtig, dass man sowohl den Neubau nicht abwirkt, als auch, dass die VermieterInnen auch die Wirtschaftlichkeit ihrer Häuser noch haben. Dann gibt es auch die Härtefallregelung im Gesetz. Genau, die Härtefallregelung, die schützt Eigentümer bzw. Vermieter davor, dass sie dauerhaft in wirtschaftliche Unterdeckung geraten oder dass womöglich das Haus sogar in der Substanz gefährdet ist. Das werden wir durch eine Härtefallregelung verhindern. Es ist im Moment so, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen dazu eine Verordnung erarbeitet, die eben genaue Kriterien aufstellt, wann ein Eigentümer welche Härten vorbringen kann. Weil wir haben ja Eigentümer, die Einzeleigentümer sind, die Kleinvermieter sind. Wir haben aber auch große Wohnungsunternehmen, die an der Börse mit Wohnungen spekulieren. Da wird es sicherlich unterschiedliche Härtefallregelungen geben müssen, damit wir da auch dementsprechend reagieren können. Weil wir wollen eben, ganz, ganz wichtig, auch überhöhte Mieten absenken, Wuchermieten in der Stadt verhindern. Das machen wir, indem wir 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes auch eine sogenannte Mietabsenkung vorsehen. Es wird so sein, dass die Mieterinnen und Mieter, deren Mieten über 120% überhalb dieser Miettabelle und der Mietobergrenzen ist, die Werner ja gerade schon erklärt hat, wird es so sein, dass man diesen Antrag stellen kann und danach werden wir diese Wuchermieten hoffentlich auch dann ordentlich absenken, sodass wir wieder einen gesunden Mietmarkt, der auch im Einklang mit den Berliner Einkommen steht, herstellen können. So, ich versuche mal, ein paar Fragen sind ja schon mal reingekommen. Oder haben wir noch was Prinzipielles, was wir bezahlen müssen? Naja, der atmende Deckel ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Entschuldigung, ich bin mal mit den Fragen gewesen ein bisschen. Der atmende Deckel von unten, ich weiß, das klingt ein bisschen sperrig, das Wort, bedeutet eigentlich, dass wir es gerade den verantwortungsvollen Bestandshaltern, den Genossenschaften und anderen gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen, die gerade auch niedrige Mieten haben, denen wollen wir es ermöglichen, ab 2022 eine jährliche Mieterhöhung von 1,3% vorzunehmen, aber nun, das gilt nur für die Mieten, die noch unterhalb der Mietobergrenzen sind. Da wird es eben eine moderate Anpassung geben, einfach weil wir durchaus auch verpflichtet sind, verhältnismäßig mit dem Mietendeckel zu agieren. Also wir greifen ins Eigentum ein, es ist auch in Ordnung, dass wir Renditen beschneiden, aber wir müssen Eigentümern, gerade die, die eben niedrige Mieten haben, auch eine Wirtschaftlichkeit zugestehen, also die auch Mieterhöhungen brauchen und wir hoffen, dass das auch ein wichtiges Element ist, damit der Mietendeckel insgesamt vor Gericht mehr Bestand haben wird. Weil wir werden ja ordentlich beklagt werden, es gibt ja schon diverse Fraktionen im Bundestag, im Abgeordnetenhaus, viele aus der Immobilienwirtschaft, aus den Lobbyverbänden, die angekündigt haben, den Mietendeckel zu beklagen. Deswegen war es wichtig, das mit einzubauen. Und bei uns war einmal der Grundsatz, dass wir die Vermieter, die in den letzten Jahren alles aus der Wohnung rausgepresst haben, die sich haarscharf am Gesetzeskante manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter bewegt haben und dann Mieterhöhungen nach oben getrieben haben, dass wir die bestrafen mit dem Mietendeckel, aber die VermieterInnen, die sich fair und korrekt aufgeführt haben, die eigentlich immer wieder im Laufe kleiner Instandhaltung gemacht haben, auch die Genossenschaften und so, die einfach wirklich sozial sind, von denen es ja in Berlin auch sehr, sehr viele gibt, dass wir die eben nicht bestrafen. Darum war auch dieser Atemdeckel von unten so wichtig. Jetzt haben wir eine erste Frage bekommen, die ist nicht zum Mietendeckel, sondern wie es in der Enteignungsdebatte weitergeht. Hier können wir kurz sagen, im Augenblick liegt das Volksbegehren bei Senn-Inn, die prüfen das gerade. Das wird eine rechtliche Prüfung geben, da muss dann das Haus selber einschätzen, ob das legitim ist oder nicht. Wir haben da eine klare Position. Aus unserer Sicht ist das ja erstens ein appellatives Volksbegehren und zweitens gibt es den Artikel 15 ja tatsächlich im Grundgesetz, denn im Gegensatz zur CDU handeln wir verfassungskonform. Genau, immer, immer. Naja, machen wir. Das muss jetzt erstmal geprüft werden, dann vorgelegt werden. Dann ist natürlich die Frage, wie sich die SPD verhält. Die hat auf ihrem Parteitag sich ja eher dagegen entschieden. Ihr wisst, die Linken und auch wir sind tendenziell bei so einem Ja-Aber. Wir haben Probleme mit dieser 3000er-Grenze, aber finden, dass einfach die soziale Verantwortung auch da sein muss und brauchen finden vor allem, dass wir ein Druckmittel brauchen. Das wird man dann weiter mit der SPD ausdiskutieren müssen. Ja, was man schon kritisch im Moment sehen kann, ist, dass im Grunde die Senatsinnenverwaltung ja schon sehr lange prüft. Und das ist ein Problem, was im Abstimmungsgesetz zu Berlin leider enthalten ist, dass es da keine festen Fristen gibt. Also Herr Geisel steht jetzt nicht in der Pflicht, zum Beispiel innerhalb von 6 Monaten oder von 3 Monaten zu sagen, hier, das hat die
Prüfung ergeben und ich schicke es jetzt irgendwie ans Landesverfassungsgericht oder ich halte es für verfassungskonform. Und das ist ein bisschen unsere Sorge, dass die SPD das auf die lange Bank schieben wird. Habe dazu übrigens neulich eine Anfrage auch gemacht, wo leider auch von der Senatsinnenverwaltung keine Antworten kamen, wie weit man mit der Prüfung schon ist und wann sie abgeschlossen sein wird. Also ich fürchte, das wird... Wir sind gespannt. Diskussionen geben. Ja. Schauen wir mal. So, back to the Mietendeckel. Achso, genau. Darf ich eine Sache noch zu der Enteignung? Wir haben ja auch eine tolle Position. Unsere Partei hat ja ein Positionspapier am 15. Mai, glaube ich, 2019 beschlossen. Auf dem kleinen Parteitag, das kann man auch nachlesen, wie wir zur Enteignungsdebatte insgesamt stehen. Alles auf der Homepage von grüne.berlin. Genau, alles zu finden. Und wir kommen jetzt aber trotzdem wieder zurück zum Mietendeckel. Herzlich willkommen für alle, die nochmal einschalten. Hier eine Frage, die uns oft gestellt wurde, ist, was ist denn eigentlich mit Staffelmieten? Sind die davon auch betroffen oder nicht? Wie geht es da weiter? Ja, auch Staffelmieten fallen unter den Mietendeckel. Genauso wie gesagt die sogenannten Indexmieten. Das sind ja so die zwei anderen Arten von Mietverträgen, die es auch in der Stadt immer mehr gibt. Auch weil gerade Staffelmieten meistens sogar mehr Mieterhöhungen vorsehen als jetzt die Mieten, die sozusagen mit dem qualifizierten Mietspiegel erhoben werden. Und deswegen, um eben auch keinen Umgehungstatbestand zu schaffen, damit eben nicht viele Eigentümer sagen, na gut, wenn ich jetzt nach BGB bzw. nach Mietspiegel nicht mehr erhöhen kann, dann mache ich halt einfach einen Staffelmietvertrag oder einen Indexmietvertrag. Das wird eben nicht möglich sein. Also auch die fallen unter den Mietendeckel. Also alles mit drin. Jeder ist geschützt, auch wenn er eine Staffelmiete hat oder eine Indexmiete. Noch eine Frage, die uns oft erreicht hat, ist, warum war eine Tabelle so wichtig und nicht der Mietenspiegel? Ganz wichtig. Für uns war das sehr entscheidend, dass wir eine Tabelle mit durchsetzen. Wir haben da auch sehr gekämpft, denn die Tabelle ermöglicht es vor allem erstmal, dass man klare Werte hat. Der Mietspiegel, wer den kennt, jetzt habe ich es, hast du es? Nee, wir haben es ausgedruckt, das ist glaube ich vorne im Drucker. Der Mietspiegel ist immer, sind Spannen. Das ist nicht eine feste Zahl, es gibt einen Durchschnittswert, aber prinzipiell sind es Zahlen. Und bei der ortsüblichen Vergleichsmiete haben wir das Problem, dass die immer wieder einzeln festgestellt werden muss. Also es gibt nicht einen bestimmten Wert, das Haus ist so alt und das kann man dann einfach mit einem Haken drin absetzen. Also ganze Gerichte beschäftigen sich damit ja Monate, wenn nicht sogar jahrelang teilweise. Die Deutsche Wohnen verklagt ja regelmäßig Mieter sozusagen und sagt, für uns gilt der Mietspiegel nicht, sondern wir wollen lieber einen Gutachter in die Wohnung schicken, der noch ein paar Euro mehr aus der Miete rausquetscht. Das ist das Problem. Genau, oder Sie können sagen, ich habe einen ähnlichen, der zahlt das Doppelte. Ist doch eine ortsübliche Vergleichsmiete. Also das ist immer das Problem. Darum war es für uns wichtig, dass wir die Tabelle mit reinkriegen. Das heißt, dass wir eine feste Zahl haben, die einfach wirklich drinsteht für ein Haus, je nach Alter. Und dann gibt es nochmal Zuschläge, denn energetische Sanierung haben wir schon gesagt. Genau, das ist die Tabelle. Das ist die Tabelle, die findet ihr in § 5 des Gesetzes. Könnt ihr auch immer gerne online gucken und dann mal nachschlagen. Dann gibt es nochmal Zuschläge, die man machen kann. Energetische Sanierung. Es gibt noch bei der Absenkung kommt die Lage mit rein, die man noch mit Plus oder Minus hat, aber nur bei der Absenkung. Und jetzt zum Beispiel die Ausstattung kann nochmal ein Euro sein, der mehr drauf kommt. Also damit man ganz super ausgestattete Wohnungen natürlich noch ein bisschen differenziert und das einfach hinkriegt. Aber wichtig, fester Wert, auf den man sich berufen kann, wo nicht wieder rumdiskutiert wird und wo man auch die Verwaltung entlastet, weil sie nicht wie das mal einzeln feststellen muss, nicht tausend Dichter und wir fest dann einfach von dem auch rausgehen können. Ja, vor allem ist das Wichtige, man sieht ja hier auch an dem Mietspiegel 2013, die Wohnlagen, ja, von Gelb, einfache, Orange, mittlere, Rot, gute Wohnlage. Da sieht man einfach, dass es sehr große Spannen bei den Mieten gibt. Und das dämpfen wir jetzt ab mit dem öffentlichen Preisrecht, indem wir sozusagen einen Wert schaffen, der dann für alle transparent ist, so wie du es gerade erklärt hast. Und das ist vor allem wichtig, weil wir haben ja so viele Lücken bei der Mietpreisbremse, die auch vom Bundesgesetzgeber gemacht wurde. Also bei Wiedervermietung, wenn du möbliert vermietest oder wenn du modernisierst sehr stark, dann musst du dich nicht an die Mietpreisbremse halten oder auch die Eigentümer, die schon oberhalb der Mietpreisbremse waren, haben damals Bestandsschutz bekommen. Und jetzt, wo dann diese Tabellenmiete gilt oder die Vormiete, wird es halt so sein, dass wir auch diese großen Preissprünge, diese spekulativen von 30-40% bei Neuvermietungen, die stellen wir damit halt wirklich ab. Und vor allem stellen wir auch diesen bescheuerten Zustand, dass es teilweise Wohnungen gibt, 2-3 Zimmerwohnungen, die viel, viel günstiger sind als eine neu gemietete Einzimmerwohnung, ja, und die Leute deswegen auch nicht umziehen können.
Das wollen wir damit auch abstellen und ich hoffe sehr, dass es dann auch wieder möglich ist, dass sowohl einkommensschwache Leute als auch eben die, die passenden, angemessenen Wohnraum suchen, ihn auch finden werden. Genau, und auch da ist wieder die Tabelle super, weil jeder, der sich eine Wohnung anmietet, kann immer gleich sehen, bringt das was oder bringt, also ist es mit dabei, weil es am Anfang war ja geplant oder andere Parteien, gegen die wir auch verhandelt haben, wollten immer, dass man einfach die Vormiete nimmt, aber da ist die Frage, wie weist man denn das genau nach? Dann liegt es wieder beim neuen Mieter, dass er das nachweisen muss, wie war die Vormiete, also hat man dann Einsichtsrecht, wie kommt man da dahinter, wie kann man da einfach auch einfach bescheißen, indem man einen alten Vertrag irgendwie macht oder andere Zahlen macht und jetzt mit der klaren Tabelle hat man einen maximalen Oberwert und da darf nicht drüber und da kann man einfach den Haken setzen. So, wir haben noch eine weitere Frage bekommen, dann nehmen wir die gleich mal. Wie sieht's aus mit Kleingewerbetreibenden, Spätis etc.? Gar nicht gut. Leider gar nicht gut. Man muss leider sagen, dass im Gewerbemietrecht der Wilde Westen und das Recht des Stärkeren herrscht. Wir stellen schon seit einigen Jahren fest, dass nicht nur Wohnungsmieter, sondern auch immer mehr Gewerbetreibende, soziale Träger, Kitas, Künstler und so weiter, so alle, die irgendwie Gewerbemietverträge brauchen, dass die immer weniger ihre Mieten auch zahlen können, weil du da eben auch solche massiven Steigerungen hast. Wir haben wirklich geprüft, auch Gewerbemieten mit in den Mietendeckel zu nehmen. Das war uns ganz wichtig. Übrigens auch das Thema Kaufpreise von Immobilien, aber das führt jetzt zu weit. Mhm. Und leider mussten wir feststellen bei den diversen juristischen Prüfungen, dass das Gewerbemietrecht da leider nicht mit reingenommen werden kann. Wir haben ja eh das Problem, dass, wie gesagt, dass da keine Regelung gibt, auch über Bundesrecht nicht. Und deswegen haben wir ja auch diverse Bundesratsinitiativen schon eingebracht, die für eine Mietpreisbremse und für einen Gewerbemietspiegel und für den Milieuschutz für Gewerbe kämpfen. Und wir hatten sogar einmal eine Mehrheit im Bundesrat, aber die Bundesregierung hat leider das Begehren abgelehnt. Deswegen fürchte ich, werden wir auf Landesebene noch mehr Maßnahmen ergreifen müssen, wie dass wir zum Beispiel ein Generalmietermodell einführen, dass wir für soziale Träger, für soziale Träger selber sozusagen Gewerberäume anbieten und die auch langfristig und vielleicht auch zu höheren Preisen und sie dann vergünstigt an die weitervermieten. Ich wollte damit nur ein Beispiel nennen, was wir auf Landesebene auch machen könnten bzw. müssen, bis wir vielleicht mal das dicke Brett Gewerbemieten gebohrt haben. Ja, wir haben meistens das Problem, dass die Bundesregierung viel machen könnte, aber wir alleine gelassen werden von ihr. Und das hat Berlin dass sie uns nicht machen lässt, das wäre ja auch schon hilfreich. Aber die Gewerbemieten sind tatsächlich ein Riesenproblem. Es sind ja nicht nur die sozialen Träger, das sind ja auch Kitas, die das, also gut, das sind ja dann soziale Träger. Aber es geht auch manchmal einfach darum, dass man, hat man noch einen Schneider vor Ort, kann eine Bibliothek noch, oder Bücherei eine kleine aufmachen. Ist das denn das alles Riesenketten oder können es eigentlich diese kleinen Betriebe, die auch vor Ort auch da sind, mitleisten? Aber auch ein Klempner klingt immer Handwerker, so komisch, Handwerker. Wichtig. Aber wenn der Handwerker in Adlershof seinen Sitz hat, dann braucht er 1,5 Stunden, bis er angefahren ist. Das macht die Reparatur wieder teurer, ist auch unökologisch. Also beides ist doof. Also insofern ist es auch zum Beispiel als Grüne Partei ein riesiges Anliegen, dass Handwerker auch in der Stadt viel vertreten sind. Ja, deswegen bauen wir übrigens auch einen neuen landeseigenen Gewerbehof auf. Wir hatten ja bis 2009 in Berlin die sogenannte GSG. Das waren quasi Gewerbehöfe, die in kommunaler, in öffentlicher Hand waren, die dann leider unter Rot-Rot verkauft wurden. Und deswegen bauen wir jetzt gerade neue Gewerbehöfe auf. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass das sehr, sehr lange dauern wird, bis wir die notwendigen Grundstücke haben und die Gewerbehöfe aufgebaut haben. Also kämpfen wir auch bei der Ratipur natürlich noch, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass da auch die Gewerbe, die dort sein können, erstmal bleiben können. Jetzt wurde noch nachgefragt, ob es noch weitere Maßnahmen gibt, wie man das regulieren kann beim Gewerbe? Ja. Also wie gesagt, bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die ja auch Gewerberäume vermieten, da achten wir auch drauf, dass es da soziale Regelungen gibt und dass die auch vor allem an die kleinen Gewerbetreibenden vermieten. Wie gesagt, die bundesgesetzliche Regelung können wir eben leider nur begrenzt auf die einwirken. Leider gibt es sonst keine rechtlichen Möglichkeiten, das ist das Problem. Also wir als Landesgesetzgeber können da, tut mir leid, leider nichts vorschreiben. Okay. Man könnte höchstens, genau, das ist vielleicht ein Punkt, man könnte in Gebieten, wo wir noch keinen Bebauungsplan haben, da kann man teilweise bestimmte Sachen wie Hotels oder so Monostrukturen, das kann man unterbinden oder man kann auch in Wohngebieten unter bestimmten Regelungen zum Beispiel verbieten, dass es noch mehr Gastronomie gibt. Also nichts gegen Gastronomie, die brauchen wir alle und wir gehen alle gerne essen in Berlin, aber wenn es dann zu viel wird in einer Straße, dann sorgt das ja auch für steigende Gewerbemieten.
Und da kann man teilweise Gastronomie einschränken. Man kann aber nie irgendwo sagen, hey, der Buchladen oder der Keramikladen wird genau an der Stelle gebraucht. Das können wir als Gesetzgeber leider nicht vorschreiben. Ja, aber wir waren jetzt schon öfters kreativ, so als Grüne. Wir haben das mit dem Vorkaufsrecht aus den Bezirken heraus als erstes gemacht, haben die Milieuschutzgebiete eingeführt, haben jetzt mit dem Mietendeckel sind wir mutig vorangegangen. Vielleicht fällt uns ja da auch nochmal was ein, wo wir ein bisschen revolutionär spielen. Naja, die Begrenzung der Immobilienpreise zum Beispiel. Also das ist das, was ich übrigens am allerspannendsten finde, weil ne, die Frage, so wenn der Mietendeckel kommt, wie werden sich eigentlich die Bodenpreise entwickeln? Mhm. Also wir hatten ja in den letzten 10 Jahren eine Steigerung von 870% der Bodenpreise. Wirklich heftig. Da staunen alle weltweit. Da sieht man mal, die Spekulation ist im vollen Gange. Und die Frage ist ja, wenn die Mieten runtergehen, müssen ja eigentlich auch die Kaufpreise für die Häuser runtergehen. Ist vielleicht auch gut, um das kommunale Vorkaufsrecht noch verstärkt anzuwenden. Von daher, ja, genug zu tun danach noch. So, jetzt mal ein paar Fragen, die uns davor schon erreicht haben nochmal. Steigen die Mieten, nachdem der Deckel, nach den 5 Jahren, wenn der Mietdeckel nicht mehr gilt, steigen die dann sprunghaft an oder was ist da zu erwarten? Naja, dann wird ja weiterhin das. Also keine Sorge, nein, das wird nicht passieren. Die Frage ist auch ein bisschen, was, wie definiert man sprunghaft, aber es wird so sein, dass natürlich das Bundesmietrecht dann wieder gilt. Das heißt, dass der Vermieter maximal die Miete um 15% innerhalb von 3 Jahren erhöhen kann. Es könnte auch so sein, dass ein sogenannter einfacher Mietspiegel in der Stadt gilt. Das heißt, also der Mietspiegel 19, der dann als einfacher weitergeführt wird, wo dann sozusagen auch Vergleichswerte mit einsehbar sind, wo man sich dann darauf berufen kann. Und die dritte Möglichkeit ist, dass wir in Berlin ein sogenanntes Mietkataster einführen. Also sozusagen jetzt, wenn wir das Gesetz zum Mietendeckel fertig haben, sollten wir die Füße nicht stillhalten, sondern weiter basteln und zwar ein Mietkataster aufbauen für ganz Berlin. Das stimmt. Wir sollten den Turbo einlegen und sollten noch so ein Mietkataster erarbeiten. Was will ich damit sagen? Wir sollten die Eigentümer alle verpflichten, die Miethöhen uns zu melden. Und dann wirklich eine Art Mietdatenbank über ganz Berlin aufbauen, wo wir dann eben sehen auch, also auch vielleicht auch viel besser Verstöße und so weiter auch ahnden können, weil wir das eben viel genauer vor Ort betrachten und wir von auch ein bisschen sehen, welche Eigentümer besitzen hier welche Häuser in der Stadt. Das wissen wir ja teilweise gar nicht. Und mit dieser Mietdatenbank oder diesem Mietkataster könnte man dann eben sagen, ey, wir machen da einen Durchschnitt und machen da, wie gesagt, eine neue Miettabelle. Und was ich mir auch gerade nochmal angucke, ist, wir hatten ja bis 1988 in Berlin auch so eine Art Mietendeckel schon. Da gab es damals auch Übergangsregelungen, als das abgeschafft wurde, das öffentliche Preisrecht für Berlin. Da guck ich gerade ins alte Gesetz, was es da für gute Ideen gab. Aber es ist auf jeden Fall gewährleistet, dass es nicht zu sprunghaften Anstiegen kommen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass der Vermieter dann das alles, was sozusagen die Mieterinnen und Mieter in den nächsten 5 Jahren einsparen konnten, dann sozusagen wieder sofort von der Miete aufgefressen wird. Das wird nicht passieren. Oft eine andere Frage, die uns immer viel erreicht, ist die Frage der Rechtssicherheit. Die ist sehr schwierig zu beantworten, sage ich schon mal. Was wir da jetzt im Augenblick machen, ist komplett neu. So ein Gesetz gab es noch nicht. Das hat aber dann die Folge, dass es auch noch keine Gerichtsurteile gibt. Und wir tatsächlich gemerkt haben, dass es extrem viele juristische Meinungen zu dem Thema gibt und zumindest auch dann sehr viele auch produziert worden sind in der Zeit, wo wir verhandelt haben. Wurde man immer wieder mit Neuen überrascht oder wollten Leute das unterlegen? Prinzipiell kann man sagen, erstmal ist die Frage der Zuständigkeit. Wir finden, wir sind zuständig. Das wird auch geklärt werden müssen. Es gibt Leute, die finden das nicht, aber wir glauben, die haben nicht recht. Genau, wir hatten nämlich 2006 eine Föderalismusreform, die quasi dafür gesorgt hat, dass der Bund sagt, okay, ab jetzt sind die Länder für das sogenannte Wohnungswesen zuständig und damit eben auch für das öffentliche Mietpreisrecht. Das begründen wir so. Da gab es eine Grundgesetzänderung. Genau, und deshalb finden wir, wir sind zuständig und wenden jetzt mit dem Mietendeckel ein sogenanntes Preisrecht an. Also das wird den Preis regulieren. Das heißt, wir hatten uns ja mal vorgestellt, dass wir zum Beispiel sowas sagen, dass man nur absenken darf, wenn die Miete über 30% des Eigentums ist, liegt und wenn man mehr als 30% des Eigentums einsetzen muss für die Miete. Das wäre natürlich eine super soziale Sache gewesen. Ja. Weil man das dann besser steuern kann. Aber leider können wir das nicht rechtlich, weil das dann an das Subjekt, also an die einzelne Person gebunden ist und nicht an das Haus. Das muss genau, also das öffentliche Preisrecht, das geht eben da um das Verhältnis zwischen Vermieter und öffentlicher Hand, also Staat und im BGB, also sprich im bürgerlichen Gesetzbuch, also im Bundesmietrecht. Da geht es immer um das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Ja, also nur mal so ein Beispiel.
Also ich, dein Vermieter schreibt dir in den Mietvertrag rein, du darfst diese Wohnung als Ferienwohnung dauerhaft untervermieten. Dann sagt aber das öffentliche Preisrecht oder die öffentliche Regelung, sagt dann nee, in Berlin aber trotzdem nicht, auch wenn das in deinem Mietvertrag steht, weil wir haben ja ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbotsgesetz und danach musst du eben dich an bestimmte Regeln halten. Das vielleicht nochmal so als Beispiel, was der Unterschied zwischen öffentlichem Preisrecht und sozusagen privatem Recht ist. Und ansonsten müssen wir auch gucken, also es ist nicht alles sicher. Wir glauben und wir sind fest davon überzeugt, so wie wir es machen, ist es natürlich super rechtssicher und auch alles richtig. Aber natürlich wird das gerichtlich dann geprüft werden. Das ist auch sinnvoll. Wir wollen ja auch, das würden wir uns wünschen, dass es möglichst schnell geht, damit dann nicht jetzt eine Unsicherheit die ganze Zeit durch Berlin zieht und die Berliner Mieterinnen und Mieter in der Unsicherheit gelassen werden. Aber das wird sich dann in dieser Zeit auch zeigen. Bei der Zuständigkeit die Obergrenzen, das ist, glaube ich, komplett unstrittig. Wenn wir die Zuständigkeit haben, wird das Einfrieren möglich sein. Die Frage ist ja immer, was auch viele juristische unterschiedliche Einschätzungen war gerade bei der Absenkung. Genau, und auch die Frage, eigentlich die prinzipielle Frage, wie sehr dürfen wir ins Eigentum eingreifen und wie sehr dürfen wir quasi zukünftige Erträge von Eigentümern beschneiden. Genau. Darum geht es ja eigentlich. Und deswegen ist es auch gut, dass wir die Mietabsenkung erst später einführen. Nicht nur, weil der Senat es nicht gebacken bekommen hat, ordentlich Personal zu organisieren, sondern weil vielleicht haben wir auch Glück und es kommt eine Normkontrollklage von der Opposition. Und die sorgt dafür, dass dann auch diese Mietabsenkungsregelung auch gleich überprüft wird vom Gericht. Und wenn die nicht in Ordnung ist, wirst du vielleicht dann sogar vor dem Inkrafttreten gekillt oder wird vielleicht korrigiert. Also es kann auch durchaus sein, dass das Bundesverfassungsgericht dann sagt, ey, so wie die Mietabsenkung geregelt ist, ist es nicht okay, aber ihr dürft es prinzipiell, das wissen wir alles nicht. Also im Prinzip, wenn wir die Zuständigkeit haben, ist davon auszugehen, dass das Bundesverfassungsgericht das Gesetz nicht komplett kippen wird. Das heißt, es wird sich immer wieder Einzelteile angucken oder es wird alles gesamte Gesetz angucken, aber wenn die sagt, die Absenkung ist jetzt nicht möglich oder es muss anders geregelt sein, dann nimmt sie entweder den ganzen Paragraphen dann raus, dann ist das Gesetz extra auch so modular in verschiedenen Kapiteln geschrieben, also es gibt was zur Absenkung, es gibt was zur Obergrenze, es gibt was zum atmenden Deckel von unten im Paragraphen und dadurch ist auch gewährleistet, dass man das einzeln wieder rausnehmen kann. Das macht das Bundesverfassungsgericht dann meistens, dass es dann nochmal Nachbesserungen macht. Und die kann jetzt auch mit der Zeit, die wir haben, auch sagen, dass es nochmal bestimmte Sachen anders einrechnen müssen. Vielleicht sagt das Bundesverfassungsgericht ja auch, dass der Atmendeckel von unten, also dieser Inflationsausgleich, schon gleich kommen muss oder nach einem Jahr kommen muss, weil sonst zu viele oder höher sein muss, weil sonst zu viele Härtefälle generiert werden. Das ist ein Bedenken, den wir tatsächlich auch ein bisschen haben. Dann kann es auch sein, dass es einfach sagt, ihr müsst es ein Jahr früher schon einführen. Warum haben wir diese Bedenken? Das Problem ist ja immer, dass gerade die guten Vermieter und die fairen VermieterInnen oft an der unteren Grenze waren. Und wenn die jetzt in den nächsten 5 Jahren gar nicht mehr die 1,3% oder 1,5% ausgleichen können, was ja wirklich bei der Miete oft sehr, sehr wenig ist, 3-4 Euro, dann insgesamt, nicht pro Quadratmeter, dann kommen sie oft mit der Wirtschaftlichkeit nicht mehr hin. Und das muss natürlich weiter gegeben sein. Und dafür ist dann diese Frage auch nach dem Härtefall nochmal. Aber wenn man zu viele Härtefälle produziert, wenn das zu groß wird, dann ist das ganze Gesetz in sich nicht mehr verhältnismäßig und dann wäre es, dann muss man danach, müsste man nachbessern oder wäre das was anderes. Aber das ist natürlich tatsächlich eine Frage für das Gesetz, ob es insgesamt verhältnismäßig ist. Genau. Es wird spannend. Genau. So, dann machen wir nochmal eine andere Frage. Warum braucht es sowas für einen Mietendeckel? Oh, da ist jetzt die Frage, da kann ich lange zu sprechen. Naja, also vielleicht nur mal so Kurzversion. Wir haben jetzt, das fing 2008 an in der Innenstadt, beziehungsweise dann 2011 in der Gesamtstadt einen angespannten Wohnungsmarkt. Wir erleben, dass die Mieten so nach oben gehen, während die Einkommen sich ungefähr so entwickelt haben. Wir haben jetzt schon die Situation, dass ungefähr jeder vierte Haushalt hier in Berlin 40% und mehr seines Einkommens für die Miete bezahlt. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt eben mal schnell alles neu bauen können und dann sollen die Leute in Neubauwohnungen ziehen und dann haben wir kein Wohnungsproblem mehr, sondern wir haben wirklich Spekulation in der Stadt. Also wir haben auch immer mehr renditeorientierte Unternehmen, Investmentfirmen, Briefkastenfirmen aus Zypern, Luxemburg und hast du nicht gesehen, die hier investieren und auf die Mieter enorm Druck ausüben. Und wir mahnen das schon wirklich seit über 10 Jahren an,
Das Problem ist eben, dass das Mietrecht Bundesmietrecht ist und der Bundesgesetzgeber aber einfach nicht tätig geworden ist. Wir brauchen mehr Regulierung, das ist einfach so. Natürlich kann man auch sagen, und das stimmt auch, die alten Regierungen haben zu wenig neue bezahlbaren Wohnraum geschaffen, die haben zu spät angefangen mit dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz oder haben auch zu wenig reguliert und kontrolliert. Aber ich sage immer, wir ziehen gerade mit dem Mietendeckel die Notbremse, weil wir wirklich eine soziale Spaltung in der Stadt haben. Und wir wirklich feststellen, dass die einkommensschwachen Leute immer mehr an den Rand gedrängt oder überhaupt verdrängt werden. Und ich möchte einfach, dass wir eine bunt gemischte Stadt bleiben, wie Wien oder Basel oder andere Städte und nicht wie London oder Paris werden. Und das schaffen wir jetzt nicht, diese Notlage mal kurzfristig mit Neubau hinzubekommen. Das ist eine langfristige Maßnahme, die ist auch wichtig. Aber wir müssen jetzt den Bestand schützen und die Leute akut vor Verdrängung schützen, bevor es zu spät ist. Genau, also ich glaube, es ist jetzt extrem wichtig, dass wir anfangen, auch die Mieterinnen und Mieter in Berlin tatsächlich sehr gut zu schützen. Der Neubau ist entscheidend, da haben wir uns auch nie dagegen ausgesprochen. Wir unterstützen das auch immer sehr, also wenn der auch ökologisch und sozial dann stattfindet. Das ist nämlich das Entscheidende auch beim Neubau, dass nicht jeder Neubau automatisch gleich gut ist, wenn was Falsches gebaut wird. Also und übrigens haben wir einen Bauüberhang in der Stadt. Wir haben 50.000 Wohnungen, die es auf dem Papier gibt, ja, wo Investoren sich Baugenehmigungen oder Baurecht haben geben lassen, die aber seit 5 Jahren und länger nicht verbauen, sondern lieber mit dem Baurecht spekulieren. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und es muss halt auch noch das Richtige gebaut werden. Es bringt ja nichts, wenn jetzt Neubau die ganze Zeit da ist und dann werden Luxuswohnungen gebaut oder es werden möblierte Wohnungen gebaut, damit sie dann nicht mehr von der Mietpreisbremse und Ähnliches gedeckelt werden und eingegriffen werden. Das ist oft ein Problem und da muss man natürlich gucken, weil wenn wir jetzt ganz schnell lauter falsche Wohnungen bauen, bringt das dem Wohnungsmarkt auch nichts. Im Gegenteil. Und aber auch nur Neubau alleine wird es nicht reißen. Wir haben also da auch die Sache, wie gesagt, einmal richtig bauen. Wir müssen auch gucken, dass die Arbeitsbedingungen der Mieterinnen auch nochmal geschützt werden, damit hier nicht einfach aus der Innenstadt alle rausgedrängt werden und wir so eine Ghettoifizierung bekommen, ja, wo in bestimmten Bezirken nur noch Arme und in bestimmten Bezirken nur noch Reiche leben. Das wäre sehr, sehr doof. Eben, und leider gibt es da halt schon erste Anzeichen, dass sich es dahin entwickelt. Und von daher ist es richtig, dass wir jetzt alle Bausteine und alle Instrumente nutzen. Das ist mir auch mal wichtig zu sagen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt den Mietendeckel einführen und dann sagen wir, dadurch ist die Wohnraummangellage oder die Wohnungsnot beendet. Das ist auch übrigens gerade eine Frage, die falsch gestellt wird in der Öffentlichkeit von so Umfrageinstituten. Mhm. Keiner behauptet, dass du mit dem Mietendeckel die Wohnungsnot komplett abstellen kannst. Aber es geht um eine Atempause für die 1,5 Millionen Leute. Es geht darum, dass es Leute gibt, die nicht mehr wissen, wie sie morgen ihre Miete bezahlen sollen und jeden Tag Angst haben, an den Briefkasten zu gehen, weil sie befürchten, da ist wieder eine Mieterhöhung drin. Und dadurch auch, sag mal, von keine Zeit für Familie und so andere gesundheitsgefährdende Geschichten erleben. Also ich habe da wirklich so viele Leute in meiner Sprechstunde, von daher finde ich das jetzt einfach auch mal gut, dass die Leute wieder ein bisschen in Ruhe schlafen können, eine Zeit lang. Ja, und es geht darum, zu Hause, es geht um das Kiez, wo man genau ist. Gerade wenn man älter wird, geht es ja auch darum, kenne ich die Leute noch, weiß ich, wo ich hingehen kann. Das klingt manchmal so doof, aber es ist ja auch schön, zum gleichen Bäcker immer zu gehen. Oder dann hat man seinen Spielplatz oder seine Jugendfreizeiteinrichtung, genau, oder Senioreneinrichtung, wo man gerne hingeht. Sport, genau. Das übrigens, das sorgt ja auch dafür, also bestimmte soziale Folgekosten, die Verdrängung verursacht, die hat noch keiner hier in Berlin berechnet. Das wird hier immer nur berechnet, wie viele Investitionen angeblich jetzt für die Stadt fehlen und von irgendwelchen börsennotierten Wohnungsunternehmen hier nicht mehr investiert wird. Aber was es eigentlich ökonomisch bedeutet, auch für eine Stadtgesellschaft, wenn die Leute nicht mehr zusammenleben können und aus ihrem Netzwerk rausgerissen werden, das sollte vielleicht nochmal ausrechnen. Und gerade in Berlin, wo man den Kiez ja eigentlich nicht verlässt und wenn dann maximal im Bezirk bleibt, ist es natürlich schon sehr schlimm, wenn man dann weg muss. Also das, ja, gerade für eben auch ältere Leute, die 30 Jahre oder 40 in ihren Wohnungen leben und ihrem Kiez leben und dann noch mehr darauf angewiesen sind, als jetzt so junge Hüpfer wie Werner und ich, die da durchaus noch flexibel sind. Aber wichtig ist mir nochmal zu betonen, dass das eben der Mietendeckel einerseits die Atempause ist, aber natürlich für uns Politikerinnen und Politiker von R2G ganz klarer Auftrag auch ist, diesen Spielraum jetzt zu nutzen. Also mir ist schon nochmal wichtig zu betonen, dass wir auch bestimmte Gesetze nochmal verschärfen müssen, das heißt das Wohnungsaufsichtsgesetz oder das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, um eben Spekulationen mit Wohnraum abzustellen. Wir brauchen durchaus, haben wir ja gerade schon gesagt, die ganzen Maßnahmen für mehr Neubau. Wir brauchen auch endlich Grundstücke für die Genossenschaften, damit die bauen können. Und wir brauchen auch mehr Milieuschutzgebiete für die Stadt. Wir brauchen noch häufiger die Anwendung des Vorkaufsrechts und vieles andere. Ein Baustein von vielen, das ist mir noch wichtig zu betonen.
die Wohnraummangellage kriegen wir nur weg, langfristig, wenn wir alle Bausteine und alle Instrumente, die wir haben, auch nutzen. Ja, und jetzt erreichen uns noch ganz viele Anfragen von Vermietern. Da gibt es auch sehr viele, die haben Angst, dass sie ihre Altersvorsorge jetzt verspielen, dass es nichts mehr wert ist, dass sie da, also sie beschreiben oft auch, dass sie einfach zwei Häuser haben oder ein Haus, das versuchen gut zu machen am unteren Ende, aber jetzt danach in große Probleme kommen würden. Hey, du hast ja richtigerweise schon gesagt, wir hätten uns die Atmung schon viel früher gewünscht. Einfach klar, weil wir auch sehen, dass man eben nicht die kleinen Eigentümer bestrafen sollte dafür, dass sie die letzten 10 Jahre ihre Mieten kaum erhöht haben. Jetzt sind wir wieder da. Ein wichtiger Punkt. Und diese Härtefallregelung, die soll ja genau dafür sorgen, dass Eigentümer, die wirklich auf eine Mieterhöhung angewiesen sind und ansonsten Probleme bekommen mit der Bewirtschaftung des Hauses, dass sie diese dann auch durchführen können. Also es wird gar nicht so sein, dass der Mietendeckel wirklich 100% keine Mieterhöhungen erlaubt, sondern die Eigentümer, die es brauchen und das auch nachvollziehbar machen können vor den Behörden, die werden auch diese Regelung bekommen. Und übrigens ist dann aber auch sichergestellt, dass einkommensschwache Mieterinnen über einen Mietzuschuss geschützt sind. Also die müssen dann diese Mieterhöhung nicht tragen. Ja, das ist mir auch mal wichtig zu betonen. Aber jetzt nochmal zu den Eigentümern. Wir haben auch zum Beispiel eine Regelung bei Eigentümern, wenn man jetzt mal sagt, jemand wohnt 20 Jahre oder 30 Jahre in der Wohnung und rockt die runter nach 20, 30 Jahren, ist ja so, muss ein bisschen mehr saniert oder modernisiert werden. Dann, und das sind eben niedrige Mieten gewesen für unter 5 Euro. Dann sagen wir zum Beispiel auch, okay, kann bis zu 1 Euro umgelegt werden für diese Sanierungs- und Modernisierungskosten. So als einmalige Investition. Ne? Also weil uns auch viele Vermieter gesagt haben, wenn dann so eine Wohnung runtergewohnt wurde, im positiven Sinne jetzt gemeint, dann musst du schon so 20.000 bis 50.000 Euro in so eine Wohnung investieren. So, und das ist ja auch nachvollziehbar. Ich sage aber mal so, und Leute, die das als Anlageobjekt benutzen, da muss ich schon mal ganz ehrlich sagen, ich sehe das schon an sich kritisch. Für mich ist Wohnen halt eigentlich kein Anlageobjekt, beziehungsweise passt das überhaupt nicht zusammen, weil eine Anlage soll halt so gehen und tut mir leid, das Wohnen soll halt eine Miete haben, die schon auskömmlich ist, aber die jetzt nicht nur steil nach oben geht, sondern auch was mit der Bausubstanz und mit der Leistung des Vermieters zu tun hat, so, ne? Und sich eben an Regeln halten muss. Deswegen wird es vielleicht auch Leute geben, die dann Anlageobjekt ausgewählt haben, wo sie jetzt vielleicht sehr hohe Renditeerwartungen haben, die wir dann aber nicht erfüllen können. Da würde ich dann halt schon gerne mal die Frage diskutieren, und das mache ich auch mit vielen Eigentümern, wie viel Rendite ist denn angemessen? Wie viel ist denn sozusagen in Ordnung und fair, und zwar für beide Seiten? So, also, aber es wird jetzt auch nicht so sein, dass wir, wie gesagt, Eigentümer in den Bankrott schieben. Also gerade ich glaube, man muss die Mischung machen. Wir haben einmal die Eigentümer, die das wirklich, also wo man mal sagen kann, die brauchen das für die Bewirtschaftung des Hauses, damit ein bisschen was vielleicht auch abfällt. Ich finde auch, es ist nicht so, dass man jetzt sagen muss, es darf gar keinen Profit geben. So. Ja, genau. So, wenn sich das alles im Rahmen hält, dann ist das sinnvoll. Und da kann man auch sagen, dass es auch dann natürlich in eine bestimmte Regelung geht. Und wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht, dafür haben wir die Härtefälle eingeführt. Aber was man auf der anderen Seite schon mal nicht nur diskutieren muss, sondern ich finde auch als Grüne Partei auch klar sagen muss, es ist, der Mietenmarkt in Berlin ist nicht dafür da, dass sich irgendwelche Aktiengesellschaften oder Einzelleute, die am Ende noch niemals in Berlin waren, auf hohe Profite Tausende von Millionen machen. Wenn man sich mal den Überschuss von Deutsche Wohnen oder von Akelius oder sowas anschaut, aber auch wenn man sich anschaut, wie oft auch Häuser hier gekauft werden, mit einfach von... oder viele, die sich so Zweit-, Dritt- und Viertwohnungen, weil sie die irgendwie als Ferienwohnungen vermietet haben und dann irgendwie... Und dieses Geschäftsmodell, muss man auch klar sagen, ist keines, das wir hier in Berlin wollen. Das würde ich so deutlich sagen. Wenn jetzt auch bestimmte Leute, die einfach der Wohnungsmarkt nur für die Profitstreben da ist und nicht für die Leute, wenn dich jetzt beschwert wird, dass durch den Mietendeckel die nicht mehr kommen, dann würde ich eher sagen, naja, das ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Das ist ja ganz gut, dass sie nicht mehr kommen. Weil wir haben genug Genossenschaften, die noch bauen wollen zum Beispiel. Wir haben genug Gemeinwohlorientierte, die noch gerne was machen wollen. Wir haben auch viele, die auch so die Häuser dann gerne betreiben würden, auch zu sozial guten Projekten. Mhm. Und da braucht man, glaube ich, solche rein profitorientierten Gruppen eigentlich auch nicht auf uns auf dem Markt. Nö, die haben ja eher die Probleme auf dem Wohnungsmarkt verursacht, von daher. Aber trotzdem, ich muss auch, wie gesagt, zugestehen, dass es sicherlich auch ein paar Vermieter geben wird, die wir ein bisschen ungerecht treffen mit dem Mietendeckel. Das ist aber leider auch einfach so, dass
wir mit dem Mietendeckel keine Einzelfallgerechtigkeit herstellen können. Also wir haben zum Beispiel auch geprüft und sind da auch immer noch dabei, das zu prüfen, inwiefern man Genossenschaften oder andere gemeinwohlorientierte Vermieter auch aus der Regelung rausnehmen kann. Und wie gesagt, ich habe viel Post bekommen von Einzeleigentümern, wirklich die ein oder zwei Häuser haben und wo ich auch weiß, die machen gute Arbeit und sind in Ordnung. Trotzdem muss ich einfach sagen, es gibt halt keine Garantie auf gewisse Renditen und wie gesagt, eine Einzelfallgerechtigkeit schaffen wir mit dem Mietendeckel auch nicht. Dafür ist ja die Härtefallregelung da, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Und halt noch weitere Umlagen, also Ausstattung. Und was auch noch möglich ist übrigens, ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen kann ja auch durch eine Rechtsverordnung auch die Miettabelle an sich verändern. Also es ist ja auch möglich, nach 2 Jahren, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen feststellen oder wir alle gemeinsam feststellen, die Berliner Einkommensentwicklung war so gut oder die Inflation ist so hoch, dass wir dann da auch nochmal nacharbeiten müssen. Auch das ist dazu da, um die Verhältnismäßigkeit zu wahren und uns um auch eine gewisse Flexibilität zu geben, weil wir ja auch nicht genau wissen, wie die allgemeine Preisentwicklung sein wird. Ja. Genau. Viele fragen uns auch immer wieder, wie kommt ihr denn auf diese Zahlen bei der Miettabelle? Habt ihr die so geraten und ausgewürfelt? Wie seid ihr da drauf gekommen? Also wir haben ja schon mal gesagt, diese Miettabelle hier, die wir hatten, die auch im Gesetz steht, das ist folgendermaßen. Da kommt wieder die Zahl 2013 mit dem angespannten Wohnungsmarkt ins Spiel. Wir haben hier den Mietspiegel von 2013. Wie ihr seht, ist da in verschiedenen Farben. Aber die Kriterien, die wir haben, sind ja nach Altbau und Neubau dort schon. Und dann gibt es immer wieder Spannen. Wir haben den Mietspiegel von 2013 genommen. Als Grundlage. Als Grundlage hier genommen. Und haben dann die Durchschnittswerte genommen für die einzelnen, für Altbau, Neubau und dann je nachdem, welches Jahr das dann nochmal ist, so aufgegliedert. Und haben diese Werte mit inflationsbereinigt quasi. Also wir haben geguckt, wie sind die Lebenshaltungskosten in Berlin gestiegen, ohne die Steigerung der Mieten reinzurechnen. Also einfach mal, wie ist es insgesamt teurer geworden? Wie sind die Löhne gestiegen? Wie ist der Brotpreis gestiegen? Und so. Und das haben wir dann quasi von 2013 auf 2019 hochgerechnet. Genau. Also wir mussten eine eigene Regelung machen, weil wir nicht einfach eben die Regelung aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, also aus dem Bundesmietrecht übernehmen dürfen, sondern wir müssen selber herleiten, warum wir diese Werte nutzen. Und dass wir eben Werte aus dem Jahr 2012 quasi nehmen, ne? Also bei der Mietspiegel 13 wird mit Werten aus dem Jahr 2012, die werden 2012 erhoben, berechnet. Da war eben noch kein angespannter Wohnungsmarkt, deswegen ist das logisch und deswegen denken wir, dass wir das als Landesgesetzgeber auch gut vertreten können. Es gab ja auch immer viele, die wollten, dass wir den Mietspiegel 2019 nehmen als Grundlage. Das haben wir auch mal gemacht und haben mal durchgerechnet, wenn wir jetzt von 2019 das abziehen, was seit 2013, seit dem angespannten Wohnungsmarkt, an Mietexplosion, sage ich mal, dazugekommen ist, dass man diese Spanne abzieht, wo landen wir dann? Und lustigerweise, was aber auch ganz logisch ist, sind wir bei fast denselben Zahlen gelandet. Das war in ein, zwei Punkten mal ein paar Cent mehr, ein paar Cent weniger, aber das war ziemlich gleich, was aus mathematischer Sicht natürlich logisch und genau, da waren so ein paar Ost-West-Unterschiede, also es gibt im Mietspiegel ein paar Ost-West-Unterschiede, die ein bisschen unterschiedlich waren, aber es hätte wirklich keinen großen Unterschied gemacht und es ist wie gesagt vor allem wichtig, dass wir eine logische Herleitung haben, wie wir uns das öffentliche Preisrecht eben vorstellen und wie wir es begründen. Und wir sehen uns da eigentlich ganz gut gestützt durch die diversen Gutachten. Und wir sind ja auch mit diversen Experten und Juristen auch im dauerhaften Gespräch gewesen. Ist ja nicht so, dass wir uns das alleine als Koalition im Roten Rathaus mal eben ausgedacht haben, sondern wir haben das schon versucht, auch juristisch gut begründbar herzuleiten. Ja. Ach ja, alle, die nochmal zugucken und jetzt halt noch nicht wissen, ihr könnt gerne auch Fragen da unten reinschreiben, dann versuchen wir die zu beantworten. Ein bisschen machen wir noch, oder? Ja. Aber wie gesagt, Mieterberatung machen wir nicht, dürfen wir auch nicht. Dazu bitte in die Bezirke, da gibt es eine kostenfreie Mieterberatung für alle, gibt es auf allen Seiten des Bezirksamts oder genau von uns Rot-Grün eingeführt. Übrigens verstärken wir die Mittel dafür auch ab nächstem Jahr. Nochmal. Genau, ganz, ganz wichtig, weil jeder Fall ist manchmal anders und die Frage ist ja auch, wenn Mieterhöhungen jetzt noch eingetrudelt sind, sind die dann überhaupt gerechtfertigt und inwiefern sind sie gerechtfertigt? Also da bitte unbedingt beraten lassen und unbedingt auch auf die Mieterhöhungsschreiben reagieren. Also sonst bekommt ihr vielleicht noch möglichst Ärger, was wir nicht so cool finden. Der Mietendeckel soll ja helfen und nicht das Leben erschweren. Viele haben uns auch geschrieben und wollten mal wissen, wie es jetzt zeitlich weitergeht. Kannst du als Abgeordnete, ich bin ja nur von der Partei,
Ich habe meinen Segen jetzt gegeben. So, jetzt müsst ihr es umsetzen. Ich habe einen Befehl entgegengenommen. So funktioniert das immer so. vor der Kamera schon. Naja, ihr wisst ja, wie ich immer gehorchen bin. Zurück zum Thema. Also im Moment ist das Gesetz beim sogenannten Rat der Bürgermeister. Also es ist so, dass alle Gesetze, die auch auf die Bezirke Auswirkungen haben, weil die Bezirke müssen einen Teil dieses Gesetzes auch vollziehen, wird im Rat der Bürgermeister beraten. Das wird wohl die nächsten ein, zwei Wochen dort dann fertig sein. Ich hoffe und rechne damit, dass ungefähr am 28. November, da haben wir Plenarsitzung, das Gesetz zur ersten Lesung ins Plenum kommt. Und übrigens planen wir auch für Dezember dazu schon eine Anhörung im jeweiligen Fachausschuss. Ich bin im Fachausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen. Da wollen wir am 11. Dezember eine große Anhörung machen, wo wir eben auch Fans wie Gegner des Mietendeckels einladen, aus der Bauwirtschaft, aus der Wohnungswirtschaft, Juristen, Mietervertreterinnen und so weiter, wo wir das nochmal ganz ausführlich diskutieren. Und danach geht es nochmal in den Hauptausschuss und nochmal ins Plenum. Aber ich hoffe, dass wir spätestens Ende Februar das Gesetz dann verabschiedet haben, wenn nicht sogar vielleicht Ende Januar. Und dann braucht es noch ein paar Tage, bis es ins sogenannte Amtsblatt kommt, also bis es dann veröffentlicht ist und dann eben auch seine Gültigkeit erhält. Genau. Also wir müssen uns jetzt als Koalition ein bisschen beeilen. Fand ich jetzt auch nicht so optimal, wie das gelaufen ist. Wir hätten uns durchaus ein paar Runden in den Herbstferien sparen können, hätten das durchaus vor ein paar Wochen schon regeln können, aber gut geschenkt. Jetzt ja, wobei man ja sorgen, sagen, dass es schnell genau kommt und schnell durchs Parlament. Ein paar Runden hätten wir uns sparen können, das war aber auch aufregend, manchmal da zu sitzen. Aber die prinzipielle Sache ist, dass es schon wichtig ist, dass der Mietendeckel auch schnell eingeführt wird, weil wir haben ja erlebt, bei der ganzen Diskussion um die Eignung ist es ja eher so geworden, dass die VermieterInnen oder irgendwas wie Deutsche Wohnen oder ähnliche angefangen haben, ein bisschen netter zu werden oder zumindest so gespielt haben, als ob sie netter werden würden. Na, es gab schon Zugeständnisse an den einzelnen Seiten. Einfach weil sie auch Angst hatten, dass da was passiert und da es nicht gegen vorgehen kann. Beim Mietendeckel haben wir ein bisschen einen anderen Effekt gehabt, dass es leider schon auch durch die Diskussion viele Mieterhöhungen gab, weil alle nochmal schnell die Mieten erhöhen wollten, bevor er kommt. Und deshalb war es schon wichtig, dass wir uns jetzt auch anstellen, dass es schnell kommt. Das ist schon entscheidend. Naja, es gab da leider so einen Koalitionspartner, der sehr viel Zeit drauf investiert hat, in die Öffentlichkeit damit zu gehen, aber wenig konzeptionell mit uns zusammen den Mietendeckel entwickelt hat. Also das war nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fand, also muss man, finde ich, selbstkritisch mal als Koalition feststellen, dass es besser gewesen wäre, man erarbeitet erst gemeinsam vertraulich ein Konzept und geht dann nach draußen und feiert sich ab dafür. Also es war schon manchmal heftig, also muss man auch sagen. Tut mir sehr leid um die Tausenden von Mieterhöhungen und Rechtsunsicherheiten, die damit geschaffen wurden. Erstmal an Blue Day. Ja, tolles Kissen finde ich auch. Und war ja klar, dass der Männer wieder Schleichwerbung hier einbaut. Und das, natürlich ist es erst der Anfang, das kriegen wir hin. Hier haben wir nochmal die Frage schon mit dem Staffelmieter. Die haben wir schon beantwortet. Ja, die Mietpreisbremse gilt auch bei Staffelmieter. Also wenn ihr eine Staffelmiete vereinbart habt, treten die nächsten Staffelstäbe nicht in Kraft. Genau, und die Mietobergrenze kannst du, wie gesagt, über die Miettabelle kontrollieren. Das ist je nach Baualtersklasse. Wenn du jetzt in einem Altbau zum Beispiel wohnst, dann bist du so in der Regel bei 6,45 Euro. Außer du hast noch einen schicken Fischgrätenpaket oder eine tolle Einbauküche und so weiter, dann musst du nochmal einen Euro draufpacken. Aber du kannst dann sozusagen sehen, trotz deiner Staffelmiete, wie ist die Höhe und ist das in Ordnung oder nicht? Oder kannst du vielleicht sogar nach 9 Monaten die Miete absenken lassen? Genau. Dann gucken wir mal weiter. Es ist übrigens so, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen das Gesetz auch noch gar nicht ausführlich online hat. Also da fehlt auch noch die Gesetzesbegründung. Ihr seht, es wird da noch dran gearbeitet. Also seht es mir nach, wenn es vielleicht ein paar Details auch von der Umsetzung oder vom Ablauf her gibt, die sich da noch verändern. Das ist einfach leider so normale parlamentarische Verfahren, wir lernen ja alle dazu. Ja, oft wird man auch, also mir jetzt nochmal so öfters, was mir nicht ging, dass man so ein bisschen nach den Verhandlungen gefragt wird, wie das so war. Ich fand es schon abgefahren irgendwie. Wir haben uns immer viel zum Essen mitgebracht, weil für uns das, glaube ich, schon wichtig war, dass wir das auch hinkriegen. Wir sind um Jahre gealtert. Ja. Mindestens 5. aber ich fand es schon erstaunlich, das muss ich nochmal sagen, fand ich von der Grünpartei erstmal gut. Die haben sich da auch geärgert, dass nicht immer so viel von uns in den Medien zu lesen war und wie das nicht so prominent die ganze Zeit gespielt hat. Aber für uns war es eigentlich wichtig, dass wir da eine Lösung hinbekommen. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass wenn man sich gegenseitig
bestimmte Parteien immer wieder mehr auf den Baum hochjagen, dass es der Lösungsfindung nicht gut getan hat. Ja. Vielleicht der Profilierung ein bisschen, aber nicht der Lösungsfindung. Da haben wir uns eher... Politik nicht über Twitter machen, sondern lieber in der Koalition. Haben wir ja eher einen Weg der Zurückhaltung gefordert, wofür wir auch öfters angegriffen worden sind, wo viele gesagt haben, jetzt sagt man endlich was. Aber hier muss man ganz klar sagen... Es wurde auch öfter vorgeworfen, wir sind gar nicht für den Mietendeckel oder wir hätten ihn irgendwie abgeschwächt, was totaler Quatsch ist. Also wir haben von Anfang an für den Mietendeckel gekämpft. Wir haben uns nur, wie gesagt, erstmal konzeptionell mit der Frage, was für einen Mietendeckel wollen wir eigentlich genau und wie soll das Modell genau aussehen, beschäftigt. Das sollte man, finde ich, also finde ich auch gut so, dass es bei den Grünen auch so ist, dass wir uns erstmal das Konzept angucken, bevor wir... Bringt auch, glaube ich, nichts, Rechtsgutachten die ganze Zeit über Medien zu spielen oder nochmal Bedingungen zu stellen über Medien. Das mag für die Profilierung immer ganz gut sein, aber für die Sache hat das dann oft geschadet. Dafür ist das Thema einfach zu wichtig. Aber es war schön im roten Rathaus. Klimaschutz bald helflich. Ah, ja, genau. Sagen? Vielleicht nochmal kurz zur energetischen Sanierung und Klimaschutzpartei. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, für uns ist der Klimaschutz ja extrem wichtig, das könnt ihr euch vorstellen. Und auch die energetische Sanierung. Mal kurz zum Hintergrund. Wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen, brauchen wir... Wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen, müssen wir die energetische Sanierung mehr hochbringen. Wir haben im Augenblick... Insgesamt, wenn wir die Klimaschutzziele von Paris erreichen wollen. Ja, wir haben also im Augenblick so eine Sanierungsquote von 0,9% der Häuser. Viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Wir müssten mindestens auf 2,5% hoch, weil die Wärme eines der größten Energiefresser hier in Berlin ist. 43% unseres CO2-Ausstoßes wird im Augenblick deswegen produziert, weil wir Wärme produzieren. Das hängt auch damit zusammen, dass wir in Berlin, ist prinzipiell so in vielen Städten, aber wir haben hier auch noch dazu kommt, dass das größte Fernwärmenetz in Europa und da müssen wir schrittweise jetzt das umbauen, damit wir dann mit Erneuerbaren dieses Fernwärmenetz betreiben. Aber auch klar ist, zum derzeitigen technischen Stand der Technik, nee, zum aktuellen Stand der Technik, so rum, deutsche Sprache, schwere Sprache, zum aktuellen Stand der Technik, so. Nee, die Kommas, das Deutsch kann ich machen, aber... ist es im Augenblick nicht richtig möglich, mit den Erneuerbaren so viel Wärme in den Netzen zu erzeugen, dass es wirklich ausreichen würde. Darum müssen wir tatsächlich auch in der Dämmung auch noch voran. Und deshalb ist es schon wichtig. Wir kämpfen gerade dafür, dass wir ein großes Förderprogramm damit auslegen. Weil genau, wir haben eigentlich auch schon eins im Land Berlin. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber das muss ich einfach nochmal sagen. Wir haben eigentlich eins. Das haben wir lange erstritten im Haushalt 2018. Also haben wir eigentlich schon 60 Millionen ungefähr reingepackt. Dummerweise will aber kein Eigentümer das aufgrund der niedrigen Zinsen. Das ist übrigens auch nochmal ein Punkt, die niedrigen Zinsen, über die sollten wir auch mal sprechen. Aber so, und das muss man auch sagen, das Förderprogramm war auch ein bisschen kompliziert gestrickt. Und jetzt nutzen wir hoffentlich die Chance und machen ein viel besseres Förderprogramm, was sowohl für die Vermieter als auch für die Mieter eine Entlastung bringt. Also wo die Vermieter auch wirklich einen Anreiz haben, es zu nutzen und nicht einfach sonst einen normalen Kredit bei der Bank. Ja, man muss auch nochmal zum Hintergrund sagen, im Augenblick, also auch wenn viele uns dann kritisieren, jetzt mit dem Mietendeckel, dass es so schlimm wäre für die energetische Sanierung, ich glaube das noch nicht, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, wo kommen wir denn her. Wir kommen im Augenblick von einem System her, das mega vorteilhaft für die Vermieter ist, eigentlich nur einen Vorteil bringt. Sie können das Haus energetisch sanieren und das Geld dann auf die VermieterInnen, auf die MieterInnen, Entschuldigung, auf die MieterInnen umlegen und wenn, auch wenn es abbezahlt ist, die vollen Kosten und auch wenn es abbezahlt ist, können sie die Umlage dann einfach weiter fallen. Also es wird dann nicht wieder diese 2 oder 3 Euro, die sie umlegen können, auf Dauer gar nicht mal gesagt, okay, jetzt nach 10 Jahren ist es abbezahlt, jetzt geht es wieder runter, sondern es bleibt dann einfach da oben. Ein super Modell, die Vermieter können ihr Haus und den Hauswert, weil es ja neu erneuert wurde, hochschreiben. Sie kriegen das alles finanziert durch den Mieter und wenn es rum ist, kriegen sie noch den Bonus vom Mieter dazu, dass er es weiter zahlen darf. Und aber oft werden sie auch den Mieter dadurch los, weil es gibt natürlich auch viele Mieterinnen und Mieter, die können es nicht bezahlen und ziehen dann aus. Doch obwohl das so gut ist für die, passiert fast keine energetische Sanierung in Berlin, an 0,9%. Das heißt, wir müssen, es gibt den Anreiz, viel mehr Anreize kann man ja fast gar nicht schaffen als das jetzige System. Das ist eine Gelddruckmaschine bisher, die sogenannte Modernisierungsumlage, und das muss dringend abgestellt werden. Da müssen wir ein Umdenken hin, wir müssen hin, dass wir es schaffen, dass wir uns überlegen, wie können wir die mehr dazu zwingen, dass sie es machen. Also können wir nicht auch bei den CO2... Vor allem, dass wir die richtig sinnvollen Maßnahmen... Dass wir, wenn wir den CO2-Preis ansetzen und da ja auch für CO2 Geld verlangen wollen, dass man auch
dann auch die Vermieter diesen Geld zahlen lässt und nicht die Mieter wieder, weil die sind ja oft gar nicht schuld, wenn sie keine energetische Sanierung bekommen. Weil es wäre überhaupt halt doof, wenn der Mieter das wieder zahlen muss, finde ich. Ja, weil der würde es ja am Ende auch gerne wollen oder auch machen, aber nur der Vermieter kann es ja tun. Aber dass man da auch nochmal guckt, wie könnte man das neu gestalten, damit man auch den Anreiz höher setzt, dass die energetische Sanierung vorangeht. Da sind wir da gerade dabei, einige Modelle auch zu diskutieren. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass wir da in diese Richtung auch weitergehen. Aber der Mietendeckel an sich war nie gedacht als ein Förderprogramm zur energetischen Sanierung. Das muss man ehrlicherweise einmal sagen. Es ging darum, erstmal die Mieterinnen und Mieter zu schützen und dann die energetische Sanierung nicht abzubrechen. Ich denke auch, also der Mietendeckel kann eben nicht sagen, also kann nicht dafür sorgen, dass alle Probleme, die wir bisher bei der Sanierung hatten, mit einem Wisch weggefegt sind. Ganz im Gegenteil. Also eigentlich sollten wir mit dem Mietendeckel die Chance nutzen, um endlich das Fördersystem umzustellen. Und übrigens machen wir auch gerade als Abgeordnetenfraktion zusammen mit der Bundestagsfraktion eine Studie oder auch ein Gutachten, was nochmal Vorschläge machen soll, wie wir eben die Kosten der energetischen Modernisierung sozialverträglich verteilen können. Ich glaube, wir müssen letztendlich da auch mal über Ordnungsrecht sprechen. Wie können wir eigentlich mal auch verpflichten, das zu tun? Aber ich finde, das kann man, wie gesagt, erst tun, wenn wir auch die nötigen Wege hin zu einem guten Förderprogramm bereitet haben. Also das Thema wird uns noch lange beschäftigen und ich glaube, das wird vor allem an uns Grünen hängen, da Antworten zu finden. Da bin ich mal gespannt. Und dafür brauchen wir eine Bundesregierung, die mindestens so mutig ist wie die Berliner Regierung, die auch mal vorangeht und nicht nur alles im kleinsten Kompromiss tot macht, sondern die sich was traut, wie wir uns das mit dem Mietendeckel trauen. Genau. Ich finde, das macht mich schon froh, im Augenblick bei einer Regierung mitarbeiten zu können und dürfen, die auch den Mut hat, bestimmte Sachen voranzugehen. Wir haben als allererstes ein Mobilitätsgesetz herausgebracht und jetzt bringen wir als allererstes ein Mietendeckelgesetz raus. Das ist toll. Ja, und auch, wie gesagt, wenn wir scheitern können, wir kämpfen wirklich um jede Wohnung und um jede Mieterin und jeden Mieter hier in der Stadt. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen. Und wir werden auch nicht aufhören mit den anderen Instrumenten. Und deswegen, bitte macht weiter Druck, stresst uns weiter. Wir können ja ganz abgedroschen enden. Wer kämpft, kann verlieren. Wenn nicht kämpft, hat schon verloren. Tschüss, bis bald.